Endlich ist es soweit, Leute. Das siebte Element in Genshin Impact, das Dendro-Element, wird jetzt vorgestellt. Wir wissen, was auf uns zukommt. Keine Leaks, kein Nichts. Ganz offizielle Information. Wir schauen uns das Video an und diskutieren das Ganze. Bleibt dran. Dieses Video heißt Sumeru Preview Teaser 01, The Fascinating Dendro Element. Und ja, es geht also um das Dendro Element. Und zwar können wir erwarten, dass wir endlich wissen, was für verschiedene Reaktionen mit Dendro auf uns warten. Ich werde euch das Video natürlich unten verlinken, weil in diesem Durchlauf werden wir immer mal wieder pausieren und das Ganze mal ein bisschen auseinandernehmen. Also, schauen wir mal rein. Wartet, schon direkt am Anfang. Jetzt hat man mehr von der Statue gesehen zu Kusanali. Ja, ist es tatsächlich so, wie wir es angenommen hatten, dass da eine kleine Figur sozusagen mit dem Kopf da angelehnt sitzt. Sehr, sehr nice. Und wir sehen den Traveler, wir sehen den Dendro-Traveler. Das sieht schon mal nice aus. Ein paar Elemente ähnlich wie aus der Kluft und aus Inazuma. Aber jetzt geht's um das Dendro-Element. Sehr nice. Also wir beabsichtigen, das Ganze systematischer zu gestalten. Ah, ey, das habe ich sowas von erahnt. Also erst einmal natürlich, die haben natürlich versucht, alle Abteilungen mit einfließen zu lassen, damit das Dendro-Element halt auch gut genug designt ist, ne? Hier sehen wir schon die allererste Reaktion, Dendro mit Hydro. Okay, soweit es ersichtlich ist, gibt es drei Dendro-Reaktionen. Mit Pyro, Hydro und Elektro. Geo und Anemo anscheinend nicht. Oh, das wird jetzt sehr interessant. Eine Reaktion innerhalb einer Reaktion. Jetzt bin ich gespannt. Okay, soweit ich das jetzt hier verstehe. Wenn wir zum Beispiel Hydroschleime, ihr armen Hydroschleime, mit Elektro angreifen, dann stehen die Gegner dauerhaft unter Strom. Das ist ein fortlaufender Effekt. Und soweit ich das jetzt hier mitbekommen habe, ist das so, dass wenn die Gegner unter Strom sind, wir noch was erwarten jetzt können. Dieser konstante Fluss der Energie wird freigesetzt, ja? Die sind dauerhaft unter Strom. Auf Grundlage solcher Konzepte führen wir in 3.1 zwei neue Reaktionen ein. Okay, Sprießen und Wildwuchs. Gleichzeitig ist es aber auch die Kombination der Konzepte der Wiederherstellung von Hydro-Element und der Katalyse von Dendro-Element. Das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass wenn Gegner dauerhaft unter Strom sind, vielleicht werden sie es jetzt auch noch zeigen, und wieder mit Dendro raufhauen, dann entsteht anscheinend so ein Healing-Bubble. Also das muss nicht nur mit Hydro und Dendro sein, sondern die Gegner können auch dauerhaft sozusagen unter Strom stehen, also wenn man schon mal Hydro mit Elektro betroffen hat und dann noch rauf Dendro macht, entsteht quasi die gleiche Reaktion wie Hydro und Dendro alleine. Was ganz gut ist, weil sonst die Elemente ja verschwinden würden und man nochmal Hydro raufmachen müsste. Das ist sehr gut. Wildwuchs ist ein ganz neuer Effekt. Elektro und Dendro. Aha, das ist interessant. Okay. Also hier sehen wir nochmal, ne? Basierend auf den Besonderheiten der drei Reaktionen. In Flammen, Sprießen und Wildwuchs. Das sind die drei Reaktionen, die es gibt. Pyro-Dendro macht in Flammen, Sprießen ist dann halt mit Wasser, mit Hydro. Und mit Elektro haben wir Wildwuchs. Wildwuchs scheint so eine Art Debuff oder Buff zu sein. Ist interessant. Polymorphe Transformation. Ach, das ist ja interessant gemacht. Ah, das ist ja cool. Also die haben jetzt diese Dendro-betroffenen Objekte draußen, ne? Da kann man halt verschiedene Zustände mit den drei gezeigten Elementen halt triggern, wie wir jetzt hieran gesehen haben. Das pilzartige Ding hier, ne? Dendro-Element, wenn man Hydro raufmacht, wenn man Pyro raufmacht und wenn man Elektro raufmacht. Je nachdem, andere Zustände werden halt aufgenommen. Das ist interessant. Und das betrifft auch die Monster anscheinend. Ah, schaut mal das Ding. Erstens sehen die übertrieben süß aus. Und zweitens ändern sie auch wirklich dann optisch ihren Zustand, je nachdem, wie sie... Wartet, was? Die Monster wechseln zwischen verschiedenen Zuständen hin und her. Okay. Oh, wow, das ist cool. Wenn man die Gegner in einem bestimmten Zustand besiegt, das heißt, während der Gegner gerade in Flammen ist, diese Dendro-Gegner, kriegt man auch andere Drops. Das ist super interessant. Das ist super interessant. Noch mehr Minispiele mit Dendro. Okay, das finde ich super cool. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Okay, Leute. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Also, um das nochmal zusammenzufassen. Prinzipiell gibt es wohl drei verschiedene Zustände, die wir mit Dendro triggern können. Wir können die Gegner in Flammen setzen, wenn wir Dendro kombinieren mit Pyro. Wir können etwas sprießen lassen. Wir haben gesehen, dadurch entsteht etwas, was dann auf dem Feld noch weiter zu sehen ist, wenn wir mit Dendro und Hydro eine Reaktion triggern. Und die dritte Reaktion ist Wildwuchs. Und da stand jetzt nicht sonderlich viel, was das genau macht, aber das ist die Reaktion zwischen Elektro und Dendro. Zumal gibt es dann noch eine weitere Besonderheit, das heißt, wenn die Gegner weiterhin unter einer Reaktion schon stehen, wie wir das jetzt hier sehen können, also unter Strom stehen, das heißt, wenn Hydro auf Elektro raufkommt, dann haben die Gegner ja schon erstmal einen neuen Zustand, und zwar unter Strom. Das ist quasi schon eine Elementarreaktion. Aber wenn man darauf, auf diese schon vorhandene Elementarreaktion Dendro raufmacht, bekommt man dann tatsächlich nochmal die Reaktion, als hätte man das Ganze getriggert, als wäre
nur Hydro und Dendro drauf, also sprießen. Was sehr cool ist. Das scheint wirklich so zu sein, dass das Kämpfen wieder ein bisschen mehr Spaß machen könnte. Gerade mit dem Dendro-Element natürlich. Was ich aber auch ganz cool finde, das ist jetzt ein bisschen untergegangen, ganz am Anfang. Der Reisende scheint eine ziemlich coole Fähigkeit zu haben jetzt hier. Also das hier scheint die Elementarfähigkeit zu sein, einmal Dendro-Impuls auf die Gegner raufzuhauen. Und das hier scheint die Spezialfähigkeit zu sein, ein Dendro-Feld, das haben die zu kurz gezeigt, ne? Ein Dendro-Feld. Ich gehe jetzt davon aus, dass hiermit auch kontinuierlich Dendro auf die Gegner applied wird. So könnten wir dann zurück zu, sagen wir mal, Kokomi und Lisa switchen oder Kokomi und Baal und die Gegner unter Strom setzen, also so ein Teaser-Team machen, aber trotzdem dann die Reaktion Sprießen triggern. Und wenn Sprießen tatsächlich heilen sollte, könnte man ein ganzes Team nur mit Damage-Dealern spielen und dann sozusagen den Heal-Part über Dendro rausholen. Das wäre super cool für den Abyss, weil dann nehmen wir doch nicht Kokomi und Baal, sondern wir nehmen Tartaglia. Oh, ein neuer Rerun für Tartaglia? Ist er damit confirmed? Nein, Spaß. Und irgendein Elektro-Charakter. Das gibt uns mehr Spielraum für die ganzen Reaktionen, die wir verursachen können. Was ich aber sehr interessant finde, sie haben nicht sehr viel über Wildwuchs gesagt. Sie haben nicht sehr viel über wirklich die Reaktion Wildwuchs gesagt. Es ist verwurzelt tief in der Geschichte von Sumeru, aber was es genau macht, haben sie nicht gesagt. Die haben es auch nicht gesagt, was es halt bei Sprießen ist. Ich suggeriere jetzt das Ganze nur, ja? Aber konzeptionell wirkt das schon mal sehr, sehr gut. Was haltet ihr von den ganzen neuen Möglichkeiten und auch gerade so eine Spielereien? Das finde ich ganz cool, weil wenn wir dann unterwegs auf einen Pilz, der so ein bisschen unscheinbar wirkt, ne, treffen, können wir einfach mal ein bisschen damit rumspielen, machen mal Dendro rauf und erwecken das Ganze damit sozusagen zum Leben und schon wird es zu einem Sprungbrett. Das finde ich ganz cool. Also, Sumeru wird anscheinend sehr lebendig. Das muss man wirklich Genshin Impact lassen. Das haben sie bis jetzt auch ganz gut eigentlich hingekriegt, die neuen Regionen wenigstens beim ersten Durchspielen schon sehr interessant zu gestalten. Das finde ich sehr, sehr cool. Was ich aber wirklich sehr krass feier, bin ich wirklich ganz offen mit euch, ist das hier. Die Drops ändern sich je nach Zustand der Dendro-Gegner, den sie hatten, während wir sie besiegen. Besiegen wir sie, wenn sie gerade in Flammen waren, kriegen wir andere Drops. Besiegen wir sie, wenn wir gerade Wildwuchs hatten, kriegen wir andere Drops. So verstehe ich das Ganze hier, ne? Je nach der Umgebung, in der sie sich befinden und den Auswirkungen der Elementen, denen sie ausgesetzt sind, wechseln die Monster zwischen verschiedenen Zuständen hin und her. Abgesehen von den Änderungen bei den Angriffsmethoden, wird das Besiegen von Monstern in bestimmten Dingen seltene spezielle Materialien bringen. Und die zeigen jetzt hier wirklich die Drops. Und er scheint richtig krass stolz zu sein auf diese Sache. Und ganz ehrlich, ich bin es auch. Ich bin stolz auf euch. Weil das macht Genshin Impact nicht nur im Kampfe sehr interessant, sondern auch was das Looting angeht. Da bin ich sehr gespannt. Natürlich hoffe ich auch, dass Sumeru ein paar weitere Quality of Life Sachen mitbringt, wie zum Beispiel ein Loadout-System für Artefakte. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Was ich darunter meine, sind zum Beispiel, habt ihr ein bestimmtes gutes Set für Gladiator-Teile, also 4 Teile Gladiator-Teile, ne? Mal wollt ihr das auf Shao spielen, wenn ihr einfach Bock habt, das auf ihm zu spielen. Mal wollt ihr das aber rüberbringen auf Ayato. Da wäre so ein Loadout-System ganz cool, dass man dann sagt, okay, das hier ist ein Artefakt-Set, das will ich einfach so an und für sich speichern und kann ich dann jeweils immer anderen Charakteren geben, je nach Bedarf. Solche Sachen würde ich mir schon wünschen, aber Fokus dieses Videos war es natürlich, uns das Dendro-Element näher zu bringen. Sie haben es angeteasert. Ich meine, es ist auch ein Preview-Teaser, aber ich finde, viele Aspekte sprechen schon mal dafür, dass es schon sehr interessant sein wird und ich glaube, wir können schon ein paar Annahmen angehen, wie zum Beispiel das jetzt mit dem Sprießen, ne, mit der Reaktion, dass es vielleicht irgendetwas mit der Heilung zu tun hat. Macht auf jeden Fall Sinn, aber genaueres werden wir natürlich erfahren, wenn 3.0 Release wird. Ich bin schon super hyped. Leute, was haltet ihr von dem Dendro-Element, wie es jetzt gerade vorgestellt wurde und gerade natürlich auch die Einblicke in Sumeru? Schreibt mir das unten gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt gesund und Leute, heute sind wir auch live und spielen 2.7, weil 3.0 noch nicht raus ist. Bleibt gesund und bis dahin. Bye, bye.